Ja, dann herzlich willkommen zurück hier zu Resonant Rise 3 mit dem Custom Quest Pack. So, wir wollen heute hier Richtung Mechanism. Dazu brauchen wir mal einen, wie ist das Ding schon wieder, mit einem Metallurgic Infuser. Ha, perfekt. Zwei Furnaces, perfekt. Eins, zwei. Gut. Dann brauchen wir ein Osmium, vier Eisen. Da unten. Ein Osmium, vier Eisen. Eisen. Ah. Und zwei Redstone. Gut. Ist ja endlich mal das im Zeitalter von. Oh, ich habe irgendwas nicht rauskommen. Dann brauchen wir einen Osmium-Kompressor. Osmium-Kompressor. Gut. Oh, der braucht schon Enriched Alloy. Gut, das ist der Knall, dann irgendwann die Stromleitung dran. Gut, gut, gut. Jetzt brauchen ein bisschen was. Einfach Eisen mit Redstone infused. Das sollte gehen. So, dann haben wir vier von denen, zwei Eimer. Haben wir. So. Zwei Advanced Circuits, das sollten nochmal genau. Der Basic ist aus dem Osmium, okay. So, machen gleich 10 oder so. Gut. Gut. Jetzt brauchen wir noch zwei von denen. Weil sonst geht sich das Ganze nicht aus. So. Dann haben wir das da. Dann brauchen wir noch einen Stahlblock. Haben wir Nether Pick Iron Ore? Wahrscheinlich nicht. Nee. Weil ich will irgendwie dem schmeckenden Stahl ausweichen. Ancient Warfare geht auch. Oh, cool. Das sind dann viermal Eisen, viermal Kohle. Der ist nämlich richtig einfach herzustellen. Oder war das AW Crafting? Oh, nee. Oh, Converter. Ja, genau. AW Crafting. Oh, shit. Gut, dann ist doch nicht so einfach. Dann werden wir doch wahrscheinlich den nehmen von Mechanism. Das heißt, wir brauchen 8 Kohle, 4 Eisen. 8 Kohle, 4 Eisen. Und dann können wir das Ganze zweimal da durchlaufen lassen. Dann kriegen wir Stahldust. Dust, genau. Stahldust. Das heißt, dann machen wir doch nur 2 Circuits, damit das alles ein bisschen schneller geht. Genau, jetzt kriegen wir Enriched Iron und das Ganze nochmal durchlaufen. Noch ein Osmium Ingot. Gut. Avesome. Das Erz ist auch gleich durch. So. Ich kann mir schon mal die zwei Circuits herrichten. Das der gleich nochmal durchlaufen lassen. So, das passt. Kann das nämlich schon mal schmelzen. Stahldust, Stahldust. Kohle. So. Gut. Viermal das. Okay. Ich dann noch zweimal Redstone reinschmeißen, sobald das durch ist. Komm, mach schneller. Yes, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Genau, jetzt kriegen wir schönen Stahl. Stahl. Ihn. Und dann sollten wir den haben. Und das letzte ist dann auch wahrscheinlich der Crusher, genau. Das sind quasi alle Maschinen, die wir brauchen, um einen Digital Miner zu bauen. Den wir unbedingt brauchen. Ja.
Mal wieder kontrollieren, mein Mikro nicht wieder abspackt. Gut. Dann machen wir da. Daneben klicken kann ich heute auch gut, genau. Flip, flip. Dann brauchen wir noch zweimal den Bucket. Bin dumm. Gut, jetzt haben wir den. Dann noch den Crusher. Crusher, das sind glaube ich irgendwas mit zwei Lava-Eimer. Genau. Das sind nochmal zwei von meinen Eimern. Gut. Nochmal zwei Circuits, vier Redstone, nochmal vier Stahl. Das sind nämlich 8 wieder von dem. Zwei Eisen haben wir. Dann brauchen wir noch 4 Redstone. Gut. Nochmal 2 Circuits. 2. Das kann schon mal durchlaufen, aber nur 4. Wohl. Nehmt ihr das eh so? Ja, passt. Gut. Jetzt gehen wir mal kurz Lava holen. Wo ist mein Staff of Traveling? Da ist mein Staff of Traveling. Hier brauche Lava. Ab in die Höhle. Da unten gibt es genug Lava. Hier links, glaube ich, war das irgendwo. Habe ich so im Gefühl. Genau. Awesome. 2 Lava-Eimer. Oh, wo bin ich jetzt? Hä? Hä? Not so awesome. Gut, wir müssen uns raus tippen. Base Teleport. Perfekt. Sparen wir wenigstens auch gleich ein bisschen Zeit. Wenn ich schon alles on-screen crafte, können wir wenigstens da ein bisschen Zeit sparen. Gut, jetzt haben das, obwohl das darf ich noch nicht reinlegen. Denn wir brauchen noch ein Mechanism Osmium für das Steel Casing. Ha. Sure. Perfekt. Awesome. Komm, mach schneller. Und noch 2 Circuits. Dann haben wir es. Das normale oder Advanced Basic. Okay. Das mit dem Eisen geht sich ganz haarscharf aus. Wohl kriegen wir hier Eisen durch den Philosopher's Stone. Rough Iron. Geht das hier noch? Dass ich Gold in Eisen umwandeln kann. Oder war das der andere? Das geht, awesome. Gut. Flip. Und dann brauchen wir noch die 2 Circuits. Dann können wir das Ganze reinlegen. Denn wegen den Buckets kann das nicht automatisch. Schade, aber ist so. Crusher. Nein. Gut. Die Quests sollten completed sein, genau. Atomic Cores kriege ich dafür, cool. So, what the fuck? Den habe ich aber sicher noch nicht gebaut. Wahrscheinlich schon wieder von wegen Fuzzy Detection. Egal, ich baue den sowieso. Ah, ich hasse das. Mit dem Fuzzy Detection Zeug. Digital Miner. Das Problem ist, wenn ich Fuzzy ausschalte, kann er nicht mehr annehmen, weil die Metadaten immer anders sind. So viel Arsch. So. Wie fangen wir an? Oh, brauche ich noch Obsi. Aber wir brauchen mal einen Haufen von diesen Basic Circuits. Davon haben wir nichts. Okay, das lässt. Wir machen mal 10 oder so. 10 Stück. Dann brauchen wir ein Steel Casing, ist klar. Teleportation Core sollten wir hinkriegen. 8 Lapis. 8 Lapis. 4 Gold. 2 Dias. Atomic Cores haben wir gerade irgendwie die Quest gesponsert bekommen. Genau, 2 Teleportation Cores. Steel Casing, das sind nur 2x Basic. Und haufenweise Eisen. Wo ist mein Gold? Notfall Gold könnten wir uns auch noch her
holen durch Dias, weil Dias haben wir mehr als genug. Meine Mining-Aktivitäten. Gut, Eisen jetzt auch wieder. So, brauchen wir jetzt so Redstone. 8 Stein. Gut. Können wir das machen, wenn wir noch 6 Holz hätten. So. Flip. Dann können wir gleich das da auch machen. Flip. Genau, die Logical irgendwas. Der fehlt noch. Das haben wir. Noch ein Circuit. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur mehr der Robot. Das sind 6 Gold. 8 Redstone. So. Die Energy Tablets. Perfekt. Haben wir das auch? Den Atomic Core haben wir. Die Electric Chest fehlt. Das sind 2 Chests, ein bisschen Stahl. Jetzt brauchen wir 9 Stahl. 9, das sind 18. Und dem da. Perfekt. Dann fehlt uns noch die 2 Obsidian Ingots. Sind ja gerade aus der Mine hochgegangen, das ist doch. Wohl Obsidian konnten uns doch aus Eisen machen, war das nicht mal so? Nein, das war so Obsidian. Obsidian Essence, ja. So eigentlich das Philosopher's Stone Rezept. Falls es das hier noch gibt. Okay, es gibt's nicht mehr. Schade. Jetzt ab in die Mine. So. Sollten vielleicht einen Wassereimer mitnehmen. Haben wir. Tschüss. So. Ab nach unten. Klick, klick. Oh. Schon irgendwie in die Wand reingebackt. Cool. So. Da war auch noch ein bisschen Obsidian. Oh, boah. 8 Obsidian, cool. Perfekt. Das sollte eigentlich reichen, aber ich hole ein bisschen mehr. So. Perfekt. Jetzt auch wieder Shift. Das Ganze abbauen. Jetzt haben wir genug. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Base. Let the base kick. So, das ist die Pulverizer, mal 2 von denen. Von den hübschen Jungs. So, ich hau das mal da unten rein, das Obsidian. Wir hatten sogar noch, verdammt. So, jetzt stellt sie mir die Frage, wie infusen wir das? Das könnte ich nochmal durchlaufen lassen. Wie war das nochmal? Das war Pulverized Obsidian mit Diamond Dust. Gut. Die brauchen 2 Diamond Dust. Wo ist mein Crusher? Crusher. Jetzt nicht schrecken, die Geräusche macht Mechanism. Genau das. Du-dum. Du-dum. Wenn das so gemörsert werden würde. Gut. Geht auch nicht sonderlich schnell. Muss es aber auch nicht. Noch ziemlich egal. So, 2 brauchen wir nicht. Dann brauchen wir noch die Chest, das ist Stahl und Circuit, 2 Kisten. Und noch 4 von denen. So. Irgendwas kostet die Chest ja noch. Ein Glas. So. Das Glas sollte gleich durch sein. Ist durch. Awesome. Das kann auch gleich da eingeschmolzen werden. Ist mir jetzt ziemlich egal. So, Diamond Dust. Alle Schreien im Hintergrund. So, ich hoffe, das hört man nicht. Und dann sollten wir gleich den Digital Miner haben. Awesome.
Gut. Muss es auf jeden Fall mit dem Questbuch fixen, damit das nicht mehr so einfach ist. Ich glaube, das war dann nochmal durch den Osmium-Kompressor, genau. So mal Osmium. Dann kann das und das weg. Osmium-Kompressor. Hier noch hinten drauf, ist mir gerade so ziemlich egal. Und ein Osmium. Oben den Refined Dust. Dann sollten wir es haben. So ziemlich. Der macht doch mal hässliche Geräusche. Jetzt zwar Refined Iron ist, aber in dem Sinn ziemlich egal. So. Jetzt brauchen wir die Chests. Und dann brauchen wir noch das Machine Casing. So. Perfekt. Da fehlen uns noch die Obsidian Ingots für. Die genau jetzt fertig sein sollten. Mach fertig. Oder braucht ihr noch ein Osmium? Osmium? Yes. So, dann waren das unten die 2. Dann war das unten noch die Electric Chest. Dann brauchen wir noch das da, die 2 Stinger. Atomic Core. Das war oben drauf. Noch ein Stil. Das will ich nicht haben. Oh, dang it. Damit. So, noch ein Stahl. Ganz schnell machen. So, es geht jetzt ziemlich schnell. Schade, schade. Stahl. Mach schneller. Ein Shiny Ingot. Shiny Ingot. So. Haben wir die Robits. Dann war das so, 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 so. Unten waren das, ich glaube, Atomic Cores. Nein, die Teleportation oben waren. Atomic. Awesome. Wir haben unseren Digital Miner. So. In dem Sinne will ich aber schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Das ist die dumme Position, egal. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Ciao.